Morgen, darf ich sprechen mit Herrn Knäckebrot? Ja, hier ist Knäckebrot. Wer bist du denn? Mein Name ist Agatha Noel, Kundenservice von Finanzprojekt Immediate. Agatha, bist du die aus dem aus diesem Horrorturm bei Pokémon, oder? Warum duzen Sie? Welche Pokémon meinen Sie? Du bist doch die Arenaleiterin von Scheiße, wie hieß diese Geisterstadt? Es ist zu lange her, aber du erinnerst mich total an die. Herr Knäckebrot, ja. Achten Sie bitte auf Ihre Sprache, ja? Mach ich immer. Warum duzen Sie? Ich duze alle Menschen. Welche Pokémon meinen Sie? Wie hieß das Viech denn? Das, was immer so geweint hat da in dem Turm? Tragosso. Herr Knäckebrot, sagen Sie mir bitte, Sie haben sich heute bei unserem Finanzprojekt angemeldet, stimmt das? Ja, das stimmt, weil ich brauche neue Geld für Pokébälle. Okay, so, dann ich erkläre Ihnen, wie alles bei uns funktioniert und läuft, ja? Das ist geil. Ich habe auch schon den Starter ausgesucht, ich habe Bisasam genommen. Was haben Sie? Ich weiß, es ist total die Sünde, aber ich habe Bisasam als Starter genommen. Investment. So, Herr Knäckebrot. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung im Bereich des Handels? Nein, ich bin gerade erst bei Dr. Eich aus dem Büro raus. Ich habe noch gar keine Ahnung, was ich machen soll. Also, Sie haben keine Erfahrung? Okay. Nein, noch überhaupt nicht. So. Okay, ich verstehe Sie. So, Sie werden mit automatischem System handeln, ja? Das ist der sogenannte Roboter, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Ach so. Verstehen Sie? Das ist gut, oder? Also, das alles läuft ganz automatisch. Und was ist auch wichtig, Sie bekommen auch Ihren persönlichen Finanzberater, der Sie weiter beim Handel begleitet. Ach, sowas wie ein Pokédex, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, das ist Handelsplattform, das ist Webseite, das ist keine Applikation. Ja. Sie bekommen dann von Ihrem Finanzberater die Zugangsdaten auf unsere Handelsplattform. Dann Ihr Finanzberater installiert Handelsplattform auf Ihr beliebiges Gerät, macht alle möglichen Einstellungen und schaltet für Sie Handel ein. Der umschaltet für mich den Handel ein? Handel ein, ja. Sagen Sie mir bitte, wo haben Sie... Ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Okay. Könnten Sie mir bitte sagen, wo haben Sie unsere Werbung gesehen? In Facebook, in Instagram? Das war bei Instagram. Da habe ich gerade so ein bisschen geguckt wegen den besten Farmrouten. Weil ich wollte ja, bevor ich bei Rocco dann anfange, weißt du, Bisa ist ja Pflanze, also so vom Typus her, aber ich wollte halt auf Nummer sicher gehen. Okay, mit welchem Betrag möchten Sie bei uns anfangen? Boah, was habe ich hier? 250 habe ich gelesen und so viel habe ich von Dr. Eich auch mit, Professor Eich auch mitbekommen auf meiner Reise. Also bei uns Mindestbetrag ist 250 Euro und Sie bekommen auch den Bonus von unserem Unternehmen in Höhe 100 Euro. Also insgesamt wird Ihr Startkapital 340 Euro und von dieser Summe werden Sie profitieren. Okay? Das hört sich gut an. Das hört sich gut an, weil ich brauche ja auf meinem Weg nach Vertania City brauche ich ja auch immer wieder mal so Medikamente und Geld und alles. So, das ist eine sehr gute Möglichkeit für Sie, ein passives Einkommen zu haben. Richtig? Ja, das finde ich auch geil. Weißt du, das Tolle ist ja, was früher halt so in den ganzen Arenen gab es ja immer so Getränkemaschinen. Da konnte man sich so Heiltrank, Supertrank und sowas kaufen. Und ich habe jetzt gerade hier, wie heißt das Zeug denn? Limette Zuckerrohr von Holly. Das ist mein Supertrank heute. Kann das helfen bei Profit machen? Natürlich, Sie verdienen bei unserem Unternehmen. Ja. Darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? Ich bin 25. 25 Jahre. Ja. Okay. So. Ist gut. Warum frage ich? Weil wir haben auch unsere Regeln und dürfen mit Leuten unter 18 Jahren natürlich nicht arbeiten. Deswegen das ist gut. Das ist gut, dass Sie da aufpassen. Okay. So, dann aktivieren wir jetzt Ihr Handelskonto, ja?
Sagen Sie mir bitte, haben Sie Kreditkarte, Visa oder Master? Nee, du, ich habe nur Bankkonto und PayPal. Okay, benutzen Sie Online-Banking, richtig? Ja, klar, da mache ich alles damit. Okay, dann ich kann Ihnen schicken per E-Mail die Bankdaten, ja, und Sie tätigen also normale SEPA-Überweisung. Passt das Ihnen? Ja, würde ich sagen. Wann kann ich denn dann anfangen? Weil ich wollte jetzt eigentlich mich aufmachen dann auf den Weg. So, die Transaktion so ein erstes, dauert. Weil ich wollte so meinen, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig mit Bisa, so die erste, weil so Hornliu und Raupi sind ja Käfer und Bisa ist ja eine Pflanze, dass ich da keine Probleme kriege. Herr Kneckenburg, ja? So, Sie tätigen normale SEPA-Überweisung, ja? Ja. Dann wir warten auf die Einzahlung Ihres Geldes auf Ihr Handelskonto. Wie lange also dauert das? Ich erzähle Ihnen. Ah. Also die Transaktion dauert von 1 bis 3 Banktage. Ja, das hängt von Ihrer Bank ab. Und sobald das Geld kommt, ich melde mich sofort bei Ihnen, rufe Sie wieder an. Und was ist, wenn ich... die rufe ich schon gleich wieder. Hallo? Hier ist Trainer Dimitri? Hallo? Ja, Verbindung war weg. Ja. So. Also da war bestimmt irgendwo ein Zapdos über uns drüber geflogen. Und das kann ich mir das nicht erklären. Weil das macht ja immer so die Telefonleitung kaputt. Aha. Aktos, okay. Zapdos, so. Lavados, Glumanda. Ja? Entschuldigung, also, bei dir ist so gute Musik, ich muss auch ein bisschen singen. Ja, weil wir benutzen im Büro Musik, um einander nicht zu stören. Ja, ich arbeite im Büro nicht allein, natürlich. Ah. Okay, dann prüfen wir jetzt Ihre E-Mail-Adresse. leka.kneckebrot@web.de, ist korrekt? Nochmal, wie war das? leka.kneckebrot@web.de. Oh ja, web.de hat heute dauernd Probleme. Kann ich die andere E-Mail-Adresse geben? Natürlich. Diktieren Sie mir bitte. Ja, also, warte, ich muss gerade noch mal kurz gucken, wie die andere war. Da war ich schon Monate nicht mehr drin. Okay. Da muss ich gerade noch mal gucken. Kein Problem. Wie lange machst du das denn schon? Okay. Mit Handel und ja, fangen Sie alle und so? Nein, wir dürfen nach unseren Regeln nicht. Aber meine Bekannte, ja, handeln mit Erfolg. Natürlich. Ach so, du arbeitest einfach nur im Pokémon Center, okay. Also es ist leckerkneckebrot@mailbox.org. Mail? Mailbox.org. Sagen Sie mir bitte, benutzen Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee, mag ich nicht. Haben Sie keinen. Könnten Sie mir bitte dann Ihre E-Mail-Adresse buchstabieren? Lecker Kneckebrot, also so wie das auch eben geschrieben war, nur eben mit mailbox.org hinten statt web.de. Ja. Mailbox.org. O-R-G. 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 Mailbox.org, ja, ich habe geschrieben. Dann Moment bitte, ich bereite jetzt die Bankdaten vor. Das bleiben Sie bitte an der Linie. An der Linie? Einen Moment bitte. Bist du eher so der Typ Abra oder eher der Typ Relaxo? Was meinen Sie? Ne, bist du eher so den ganzen Tag futtern oder den ganzen Tag schlafen? Nein, ich arbeite den ganzen Tag. Ja, das weiß ich doch, darum frage ich ja. Ist nicht böse gemeint, ne? Ich versuche nur, mich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Okay, so, Moment bitte, bleiben Sie bitte an der Linie, ich bereite jetzt die Bankdaten vor, okay? Dankeschön, ich freue mich. Okay. Was für eine, ist das denn für eine Drecksleitung? Ich rufe bestimmt gleich wieder an. Ist sie schon wieder raus, oder was? Ja, die ist raus, Sie ruft gleich wieder an, bestimmt. Ein Relaxo ist die, Alter. Hallo? Schwester Joy, hallo? Hallo, Herr Kneckenburg. Hi! Hi, Joy, schön, dass du zurückrufst. Die Leitung war schon wieder kaputt.
Ja, wieder unterbrochen. So. Ja, ist ganz schrecklich. Ich habe Ihnen schon geschickt per E-Mail. Sind viele Zapdos, Arctos, Lavados unterwegs bei euch oder warum ist Leitung so schlecht? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist schlecht. So, dann müssen wir mal. Ich kenne Officer Jenny. Ich sag dir mal eben Bescheid, dass die mal gucken soll, weil das ist nicht normal. Das ist ja Störung von kritischer Infrastruktur. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ich weiß nicht, warum passiert die Situation. Überhaupt ist die Verbindung bei uns gut. Ach so. Ich habe ihn auch geschickt, aber die Adresse wurde nicht gefunden. Wie wurde nicht gefunden? Ihre E-Mail-Adresse. Oh, das kann ja was werden. Also, soll ich buchstabieren? Wenn Sie können, ja, bitte. Ich kann buchstabieren. Okay. Sollen wir dann anfangen? Anfangen, ja. Ja, L wie Lavados. Aha. E wie, welches heißt denn? E, Evoli. Aha. C wie, wie Charmander, also wie Glumanda, also C wie Cäsar. Ach so, Cäsar, C. Ja, L-E-C-K. Aha. Cäsar, dann K. Oh. Warte, bitte. Warte, mein Kumpel bringt mich gerade durcheinander. Der hat hier einen Raupi angebracht. Gib mir doch mal deine E-Mail-Adresse, da kann ich dir schreiben. Das ist vielleicht einfacher. Moment, bitte. Oh, ist das toll. Schreiben Sie bitte. Agatha Noel. Was? Agatha. Ja? Noel, Nordpol, Otto, Heinrich, Emil, Ludwig. Zusammengeschrieben. Noel? Agatha Noel. Ja, durch H. Ja? Ja. Agatha Noel at gmail.com. At gmail.com, das ist aber keine Firmaadresse, oder was? Das ist meine Privatadresse, ja. Ich kann doch nicht meine Banksachen an deine private E-Mail-Adresse schicken. Das geht doch nicht. Das ist meine Adresse. Also ich schicke anderen Kunden von dieser Adresse ganz normal. Kein Problem. Oh, das ist aber nicht sicher bei Gmail. Was ist, wenn Team Rocket sich damit einklingt? Dann sind meine ganzen Pokédex-Daten weg. Warum meinen Sie das? Weil Gmail ist ja nicht sicher. Du musst ja Firma, Company, E-Mail-Adresse haben, oder nicht? Könnten Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse buchstabieren? Ja, ich nehme jetzt mal das Sarg-Alphabet. Das ist L wie Lüge. Hallo. Oh, das ist so laut, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe Sie und höre Sie. Ja, L wie Lüge. Warte. Puta Madre. Also, wer ist das Pferd da? Wer buchstabiert da im Hintergrund? Sind das die ganzen Schwester Joy-Kopien, die man immer in der Serie sieht? Die sehen alle gleich aus immer. Verdammt, das ist 20 Jahre her, ich kenne den Quatsch immer noch, ja? So. Könnten Sie mir bitte sagen, möchten Sie bei uns arbeiten oder nicht? Ja, ich möchte da arbeiten. Verstehen Sie, ich habe auch Termine mit anderen Kunden. Könnten Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse buchstabieren oder... Ich schreibe dir jetzt eine E-Mail. Okay, dann ich warte auf Ihre E-Mail. Ja, ich schreibe das eben nebenher. Mhm. Und wie lange dauert bei deiner Firma, bis wir Geld machen? Wie lange dauert? Was meinen Sie, wie lange dauert? Bis Geld kommt. Ich habe Ihnen schon gesagt, von 1 bis 3 Arbeitstage. Nein, das meine ich nicht. Wenn das Geld ist auf meinem Konto, wie lange dauert, bis wir Profit machen? So, die erste Woche... Natürlich, alles hängt von Ihrem Startkapital ab, ja? Aha. Aber die erste Woche, Sie testen Handel, ja? Die erste Woche haben Sie als Testwoche. Ah, und Testwoche. Sie bekommen,
Ja, sie hatten zum Beispiel nur mit Währung sparen. Ja, also dieser Roboter kauft für sie Positionen, wo der Preis billiger ist und gleichzeitig verkauft, wo der Preis ist höher. Ja? Das ist ja klasse. Und diese Differenz zwischen Kauf und Verkauf, sie profitieren. Dann zum Beispiel in zweiter Woche können sie mit Aktien handeln. Aber das alles besprechen sie mit ihrem persönlichen Finanzberater. Verstehen Aha, Sie? Das hört sich gut an. Und in dieser ersten Testwoche, sie bekommen auch 3 versicherten Handelsgeschäfte, ja, die versichert sind. Und schon nach diesen versicherten Geschäften können sie die Auszahlung machen. Also dein E-Mail kam zurück, da steht E-Mail falsch, ich habe gerade geschrieben. agatanohel@gmail.com. Ja, richtig, ist korrekt. Nochmal buchstabieren, Alter, daran scheitert das, dass ihr keine Kohle verdient, weil ihr das nicht hinkriegt. Ich habe hier Agatha. Agathe oder Agatha? A, am Ende A. Ja, aber mit TH, oder? Puta. Agatha. Ja, T-H-A oder was? Nein, bis H. Einfach T-A. Ah, guck mal. Mhm. Und dann Nohel. Ja, genau. Ist türkischer Name? Nein. Nein, woher rufst du an? Türkische. Ich bin selbst aus Polen, aber Noel, das ist deutsche Nachname, ja? Das ist Name meines Mannes. Ah, schön. Danke. Haha, gerne doch. Manchmal bin ich ein Charmeur. Vielen Dank. Aber meistens, okay, meistens bin Sie ich, bitte. Zusammen mit meinen Kumpels bin ich unausstehlich, sage ich immer. Hast du den Witz verstanden? Kumpel wie ein Freund, ja? Ja, ja, mein Kumpel sagt immer, zusammen sind wir unausstehlich, der Ziggy. Das ist so ein richtiger, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll, ohne ihn selber oder mich zu beleidigen, aber der ist einfach krank, der Kerl. Mhm. Die E-Mail ist raus. Jetzt guck mal, ob das geklappt hat. Moment bitte, ich gucke jetzt. Ja, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich sitze hier und, weil vorne sind noch so ein paar Insektenfänger. Ich weiß genau, wenn ich an denen vorbeilaufe, wollen die kämpfen. Darum warte ich jetzt lieber noch ein bisschen. Ja, habe ich bekommen. Traumhaft, guck mal, dann können wir jetzt ja zusammen. Prima. Wir können ja auch tauschen, okay. Weil dann kriegen die Pokémon ja Sonder-XP. Das ist ja irgendwie so 40% mehr oder so. Herr Kneckenbrot, so, ja. Jetzt ich schicke Ihnen per E-Mail die Bankdaten und sagen Sie mir bitte, wann tätigen Sie die Überweisung? Ich mache jetzt gleich eine Sofortüberweisung fertig. Können wir das machen? Dann können wir heute noch anfangen. Okay, dann ich bereite jetzt die Bankdaten vor und schicke Ihnen per E-Mail auf Ihre E-Mail-Adresse, okay? Geile Sache, super. Ich freue mich da schon richtig drauf. Und dann können wir heute anfangen, oder? Heute können Sie nicht anfangen. Ich habe Ihnen schon erklärt, man muss warten, verstehen Sie? Also diese Transaktion dauert ein bisschen Zeit, ja? Ja, aber ich mache doch Sofortüberweisung. Speedüberweisung. Also in diesem Fall, ja, ich verstehe Sie. In diesem Fall wird Ihr Geld schneller auf Ihr Handelskonto eingezahlt. So. Machen wir so. Ich bereite jetzt die Bankdaten, schicke Ihnen per E-Mail. Bist du jetzt schon wieder weg? Verdammte Scheiße. Hallo? Ist da die Arena-Leiterin? Ja, das ist wunderbar. Ach, geil. Wieder ich. Ja, so, gut. Ich habe Ihnen geschickt, haben Sie bekommen. Oh. Bitte Ihren Posteingang. Warte, ich guck mal eben. Oh, diese Musik da hinten ist echt so schlimm, du. Das kickt mir wieder die Werbepartnerschaft raus, wenn ihr so weitermacht. Ich bitte Entschuldigung, aber ich kann nichts machen, weil das ist viel zu laut. Hier nicht allein. Moment bitte. So kann man doch nicht arbeiten. Ist hier Emissionsschutzverordnung und so. Ich komme im Kopfhörer, ja, und die Musik stört mich nicht. Ja, aber den Kunden stört das doch. Entschuldigen und Entschuldigung. So, ich hab's nicht verstanden. Bekommen? Hallo?
Ja, es hören ist, Sie mich? Du, sorry, es ist so laut, ich verstehe gar nichts. Haben Sie meinen Brief bekommen oder nein? Warte, ich muss mal eben gucken. Ziggy, guck doch mal, ist da was gekommen? Okay, gucken Sie bitte, kein Problem, ich warte. Ja, ich auch. Kannst du mir ein Lied vorsingen so lange? Kalinka, 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 Maya. Wollen die mal alle nicht mit mir singen? Hallo! Ja, ich bin hier. Ich hab noch nichts gekriegt. Kannst du noch mal schicken? Ziggy schläft gerade wieder. Nochmal schicken? Ja, ist nichts gekommen. Moment, bitte. Oh, ist das schrecklich, ey. Ziggy, du Hund, wer, du machst das jetzt kaputt. Was meinen Sie, Ziege? Sagen Sie mir bitte. Nein, ich habe gerade mit meinem Kumpel gesprochen. Der spielt hier mit meinen Sammelfiguren. Okay. Nee, die Ziege bin ich, du. Ich sag nicht zu anderen Leuten Ziege. Ich wollte nicht unhöflich sein. Okay, prima. Sehr gut. Nein, nein, nicht falsch Moment, verstehen. Moment, bitte, ich probiere noch einmal. Ich bin so ein richtiges Krawallböckchen, weißt du? Nein, das weiß ich nicht. Na doch, ist so. So, habe Ihnen nochmal geschickt. Gucken Sie bitte in Ihrem Posteingang. Ja, ich gucke. Ich werde auf es gucken. Okay. Sag mal, kann ich bei euch eigentlich auch einen Donnerstein kaufen? Hallo? Ja? Kann ich bei euch auch Donnerstein kaufen? Was bedeutet Donnerstein? Donner. Donner? Was Alter, das ist so laut, es ist so laut, ich verstehe es nicht. Was können Sie Donner kaufen? Nein. Wie können Sie Donner? Donnerstein, Schmuck. Was bedeutet Schmuck? Boah. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Tut mir echt leid. Ja. Ja, genau. Natürlich. Sie können auch mit Rohstoffen handeln. Ja? Ja. Ja. Wie viel kostet? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Verstehen Sie? Ach so. So, Herr Kneckerbrot, sagen Sie mir bitte, haben Sie mein E-Mail bekommen? Ja, die ist angekommen. Okay. Sehen Sie die Überweisungsdaten, ja? Ich sehe die Überweisungsdaten, ja. IBAN, BIC, Betrag und Verwendungszweck. Ja, dann mache ich jetzt sofort Überweisung fertig. Soll ich dann wieder anrufen oder wie sollen wir das machen? Nein. Schicken Sie mir bitte die Bestätigung Ihrer Einzahlung auf meine Adresse zurück. Also das kann sein einfach Foto oder einen Screenshot oder PDF-Datei. Aber ich kann nicht ein Überweisungsdokument, kann ich nicht an eine Gmail-Adresse schicken. Wie ist denn E-Mail-Adresse von Firma, von Investment Company? Sie können nur einfach Foto machen, ja? Unsere Kunden machen das. Ohne Problem, problemlos. Aber welche Webseite ist? Ich möchte noch Ihnen erklären, also beim Betrag sehen Sie die Summe 280 Euro. Ja, richtig? Ja, aber wir haben doch vorhin 250 gesagt, oder nicht? Genau, aber diese 30 Euro nimmt Bank als Provision und diese Summe bedeckt dann unser... Ja, natürlich. Die Bank nimmt doch keine Provision. Doch. Was? Also diese Summe bedeckt dann unser Unternehmen und Sie starten mit Kapital 380 Euro insgesamt. Okay, und wie ist Internetseite von Firma?
Ich kann Ihnen unsere Webseite auch per E-Mail schicken und auch die Zugangsdaten auf unsere Handelsplattform. Ja, oder du sagst, sag mir doch einfach, wo ist das Problem? Was wollt ihr immer alle buchstabieren, wenn ihr gar nicht buchstabieren könnt? Ich verstehe das nicht. Ich schicke Ihnen per E-Mail besser. Per E-Mail? Ja, per E-Mail. Aber warum? Weil jetzt habe ich auch Termine, ja, und wir sprechen schon fast eine Stunde. Ja, weil du immer wieder auflegst und weil du langsam bist wie ein Phlegmon. Jetzt buchstabier mal eben. In 5 Minuten, ich schicke Ihnen die Zugangsdaten auf die Handelsplattform und auch unsere Hauptseite. Aber gut. Warum brauchst du dafür 5 Minuten? Ich warte auf Schick mir Ihre jetzt die E-Mail-Adresse. Ich mache die Überweisung erst, wenn ich die Internetseite habe. Ich mache hier die Regeln. So, ich warte auf Ihre Bestätigung und sobald ich bekomme, ich rufe Sie wieder an, okay? Nee, du schickst mir jetzt deine Internetseite, sonst mache ich ja, Überweisung natürlich. Nicht. Erst genau. Die Internetseite. Ich schicke jetzt Ihnen die Internetseite, okay. 30 Euro für den Money Mule. Ja. Okay, und ich rufe Sie wieder an, gut? Ja. Schatz, was machst du, Schatz? Was machst du? Ich habe hier gerade so eine heiße Devoschka am Telefon. Hallo, ja? Wer ist das denn? Ist das diese Agatha-Handelsfirma? Ist Agatha von Handelsfirma. Wie ist die Webseite eigentlich? Webseite. Mein Kuschelkumpel möchte die Webseite wissen. Ich sehe jetzt Ihnen unsere Webseite. Oh, jetzt buchstabier doch einfach, Devoschka. Hier wird nicht gefickt. Und ich rufe Sie wieder zurück. Devoschka, daj mir ja Webseite, пожалуйста. Du überforderst sie. Sie kennt doch ihre eigene Webseite.